Wenn man die vier Evangelien verstehen will, braucht man eigentlich die Landschaft dafür als Matrize. Und wir versuchen eben bei unseren Reisen die Menschen möglichst in die Natur mit hineinzunehmen, in die biblische Geschichte mit hineinzunehmen, über die Landschaft. Gedi Hampel, unser deutsch-israelischer Wanderführer, erwartete uns morgens um 4.45 Uhr in der Hotellobby. Abmarschbereit, mit 3 Litern Wasser, dem Frühstücksbeutel und natürlich der Bibel im Rucksack. Nach der Erkundung von Nazareth, wo alles begann, wanderten wir durch Galiläa. Die erste Stunde schweigend und jeder für sich. Vorbei an Wassermelonenfeldern, über blühende Distelfelder und weiter an einem Bach entlang. Und dann gab's endlich Frühstück. Wir hatten ein Picknick dabei. Wir saßen im Schatten der Felswand, verzehrten Tomaten und hartgekochte Eier. Und uns wurde extra ein wunderbarer Tee gekocht mit Minze. Das war einfach sehr süß, wunderbar. Johanna war schon oft in Israel, jedoch zum ersten Mal zu Fuß auf dem Jerusalemweg unterwegs. Nach der ersten Etappe in der fruchtbaren Gegend um den See Genezareth herum ging es in die Wüste. Also was mich sehr beeindruckt hat, waren die für mich sehr unterschiedlichen Landschaften, durch die wir gelaufen sind. Auch die beiden Wüsten waren anders. Das eine Mal war es wirklich diese jüdische Steinwüste, das andere Mal im Wadi mit Wasser und Binsen und Schilf. Also das war wirklich beeindruckend. Landschaften, durch die Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem gewandert ist. Und so machten wir immer wieder Pausen, um die passende biblische Geschichte zu dem Ort zu lesen und zu spüren, wie es damals gewesen sein könnte. Eine Herausforderung war die Wüste. Ich hatte wirklich gedacht, oh, es ist so heiß, 7 Stunden durch die Wüste, das wird schwierig. Aber das haben die Guides sehr gut gelöst, indem sie einfach auch wirklich dann jeden Schattenplatz genutzt haben für eine Pause. Die haben wir auch gebraucht und ich habe gelernt, in der Wüste ist man für kleine Dinge dankbar. Eine Erfahrung, die nicht nur Ellen machte. Und schon folgte das nächste Abenteuer. Am letzten Wandertag durch ein Wadi, da musste man ganz schön klettern. Da ging es auch teilweise relativ steil neben dem Weg runter. Und ich wusste, ich habe Höhenangst. Ich wusste, das wird schwierig für mich. Und dann haben die Guides mir aber auch jemanden Erfahrenen zur Seite gestellt. Und ich habe es geschafft und bin ganz stolz an diesem Tag nach Hause gekommen. Jeder kam mehr oder weniger an seine Grenzen. Doch immer war eine helfende Hand da. Beim Balancieren über die Steine im Wasserlauf, an der Felswand oder mit einer Flasche Wasser, wenn die eigenen Vorräte ausgetrunken waren. Es ist einfach klasse, zusammen auf dem Weg sein. Schweiß zusammen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben viel zusammen geschwitzt und gelacht und uns geholfen. Es war klasse. Wir haben es alle geschafft, am letzten Tag durch die Tore Jerusalems zu treten. Erschöpft, verschwitzt und glücklich. Mit vielen aufregenden, spirituellen und beeindruckenden Erlebnissen, die uns die biblischen Geschichten spürbar näher brachten. Martina Klecher, Evangelische Redaktion.